Und schnell rein hier mit der Route. Da geht auch was rein. Auf den Wobbler. So soll das auch hier am Koori. Mistiges Wetter, aber trotzdem richtig schön kühl am Koori. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Und wir sehen da schon was Orangenes glänzen. Also rein damit. Alter, der Seesaibling. Kuoaski ballert hier rein. Richtig schön. Erster schöner großer Fisch. Und ich bretter erstmal direkt hier gegen die Reling. Kannst du dir ausdenken, Alter. Kommt direkt zurück. Rückwärtsgang. Und weiter einschlagen hier. Und dann wieder zurück in den Trollinggang. Perfekt. Und direkt wieder ausgeworfen. Mindestens 10, 15 Meter weit. Denn wir wollen ja hier nicht, dass die Köder in der Scheuchwirkung vom Boot rumhantieren. Die sollen ja schön weit weg, damit die ein bisschen Abstand haben hier zu unserem Boot. Und dann, ja, weitermachen. Schnell wieder raus mit dem Köder. Und auch hier mit der dritten Rute wieder raus. Zack, und gucken, was hier noch so reingeht. Ja, ich war gerade nach dem Stream beim Koralle im Stream. Und da waren die Lümmels schön entspannt hier am Koori und haben da ordentlich rausgezogen. Und zwar die Seesaiblinge Kuorski sind ganz gut reingegangen. Guck mal, da ist schon wieder was dran. Seesaibling Kuorski. Und das ist mal nicht so häufig, dass der so gut reingeht. Also in der kurzen Zeit, wo ich da drin war im Stream, sind da einige Kuorskis oder ein paar Kuorskis reingegangen. Zack! Direkt der nächste. Sofort wieder auswerfen. Ich baue gleich hier komplett alles um. Auch hier die Route baue ich direkt jetzt schon mal um. Das sieht auch schon ganz gut aus. Das nutzen wir aus. Wobei wir den einen Köder hier eigentlich hätten dran lassen können. Aber wir nehmen den. Einserhaken. Raus damit. Zack. So, weiter schleppen. So soll das. Perfekt. Ich tucker hier gerade einfach nur schön um die Insel herum, einfach im Kreis. Man sieht das ja hier immer. Hier ist ja eine richtig gute Spur. Jetzt bin ich gerade ein bisschen eher abgebogen. Kann man natürlich auch machen. Aber hier geht es dann gleich hart wieder zurück über das 10er Loch, über die 15er Tiefe. Und gerne auch hier in diesem Kantenbereich entlang fahren. Wir kennen das ja mittlerweile aus dem Nordmeer ganz gut, dass speziell eben hier in diesem Kantenbereich häufig mal irgendwelche Spots anzutreffen sind, wo die Fische die sich dann aufhalten. Und dementsprechend versuche ich auch jetzt hier schön an den Kanten entlang zu fahren. Gleich geht die Runde hier so rum und dann hier wieder im Kreis. Oder, das werde ich auf jeden Fall auch noch testen, hier die Strecke. Einfach rauf und runter, dann hier wenden. Zack und wieder zurück. Auch das kann man gut machen. Beziehungsweise hier hoch übers 13er und hier die 8. Also verschiedene Möglichkeiten, die man fahren kann am Koori. Zack, hier geht der nächste rein. Ja, und ködertechnisch läuft gerade so cremefarben, grau, silbrig, so in diese Richtung gehend. Und dementsprechend habe ich jetzt auch gerade nochmal, so, gerade eben nochmal die Köder geändert. So. Beziehungsweise einfach mal, ja, die Köder, die gerade in den Rekorden sind, nochmal dran gemacht. Und hier eine Variante halt umgeändert. Und es war auch schon gut. Direkt hier drauf den Kuorski. Das ist jetzt so ein Balsamino, heißt also ein selbstgebastelter. Den kann man nicht einfach kaufen. Den kann man da vorne in dem kleinen Shop hier. Da kann man die Balsa-Köder kaufen, leider nur für Gold. Oder man skillt das soweit, dass man das, dass man die herstellen kann, beziehungsweise man kennt jemanden, der die herstellen kann. Und zu diesem Anlass gibt es ja zum Beispiel auch im Discord einen kleinen Bereich, der sich ums Kunstköderherstellen dreht. Also das heißt, wenn ihr euch da ja, hochskillen wollt oder wenn ihr euch da austauschen wollt übers Kunstköderangeln, dann da in den Bereich einfach mal reinschauen. Da sind sämtliche Informationen dazu. Oder auch da einfach mal reinschauen, wenn ihr jemanden sucht, der das herstellen kann, im Austausch gegen die Materialien natürlich. Denn das Ganze kostet natürlich auch immer ein bisschen was. So, jetzt gucken wir gerade mal auf der Map. Ja, wir brettern jetzt hier mal so schräg einfach quer rüber. Ich will hier so irgendwo landen. Perfekt.
Ja, ach, guck mal da. Und da geht schon wieder einer rein. So soll das. Dritte Route muss ich gleich auch nochmal ändern. Dritte Route ändere ich auch gleich mal. Was man natürlich machen kann, man kann hier entspannt mit, jawohl, man kann hier entspannt mit der Kammermächter natürlich unterwegs sein. Ich habe jetzt hier drei verschiedene Sets sozusagen, drei verschiedene Stärken. Links und rechts beim Schleppen für die Wobbler schon etwas dickeres Setup. Die Schnur ist hier Fluorocarbon komplett. Ich habe einfach eine Komplettschnur Fluorocarbon genommen. 15 Kilo Tragfähigkeit. Sollte fürs Angeln auf den Seesaibling Kuorski absolut okay sein. Der ist da nicht so empfindlich. Der ist da nicht so wählerisch mit dem Vorfach. Wenn wir jetzt hier allerdings ein bisschen feiner und ein bisschen kleiner reingehen, auch das hatte ich gerade bei Koralle gesehen und das lief tatsächlich auch richtig gut, das wäre dann hier ein Angeln auf die kleinen Spiker, auf die kleinen Blinker. Hatte ich auch schon in vorherigen Videos immer mal wieder gezeigt, so dieses Startvideo, wie man am Kuorski am besten loslegt. Ja, und das sind dann tatsächlich hier diese kleinen die kleinen Spinner, die man auch am Belaya gut verwenden kann. Also diese 4 Gramm Spinner. Das lohnt sich, wenn man hier mit 2 Routen oder 3 Routen unterwegs ist. Da lohnt es sich tatsächlich auch einfach mal hier mit lang zu fahren. Gerade wenn man noch Prozente machen will im Spinning. Weil da eben wahnsinnig viel rauf geht. Viel Kleines natürlich auch. Aber auch ab und zu mal ein bisschen dickere Brocken. Und da kann man ein bisschen mit rumspielen. Ich mache jetzt gerade den Bügel auf, lasse den ein bisschen absinken zum Beispiel. Zack, und schon haben wir wieder einen Biss. Also solche kleinen Spielereien kann man damit ganz gut machen. Gerade in der Absinkphase läuft das ganz gut. Zwergmarinen waren bis jetzt ja, 3-mal hintereinander hier drauf auf diesen Köder. Aber man kann eben auch da einfach verschiedene andere Farben testen. Ne? Oder dann wieder nach dem Absinken Bügel zumachen. Man sieht es an der Schnur. Der Köder geht jetzt leider langsam nach oben. Und wird dann gleich oben an der Oberfläche weiter geführt. So, jetzt ein bisschen gucken, wo wir hier lang fahren. Wir wollen jetzt da hinten die große Runde mal machen. Genau, und so fahre ich jetzt hier weiter. Das passt. So, absinken lassen wieder hier, Schnur locker lassen und dann langsam wieder hochdrehen. Oder auch mal hier ein bisschen kurbeln und dann geht's schon rein. Sehr gut. Ja, das ist natürlich jetzt hier gedacht für die Action sozusagen, wenn man ein bisschen aktiver sein möchte und gerade wenn man hier noch ein bisschen was rausziehen will, lohnt sich das. Wenn man jetzt hier allerdings eher darauf aus ist, dass man sagt, okay, ich will hier ein paar dickere Brocken fangen, dann nimmt man auch lieber größere Köder. Ich gucke jetzt hier nochmal nach dem Crank. Einer der Köder, die gerade richtig gut laufen und zwar hier die Serie die 10er. Also Dodger Crank in der Größe 10. Das sind die, die gerade richtig gut laufen oder das sind die, die immer gut laufen am Koori. Sonst ist es eben auch häufig der blaue, aber im Moment ist es hier der weiß-graue. Der läuft gerade richtig gut. Ich habe jetzt hier nur 1er Haken dran, keine 1-0er. Könnte man auch machen, 1-0er. Und das Ganze jetzt hier, wie gesagt, auf dem, ja, auf dem besten Setup, was man sich nach dem Belaya-Set holen kann. Das ist hier einmal die Mächter, die Kammermächter. 78 mh mit 7 bis 30 Gramm Wurfgewicht. Das ist super wichtig, auch für spätere Angeln noch. Am Koori kann man das natürlich gut verwenden, aber dann später auch mal am Wolchow noch verwenden. Genauso auch ganz spät noch an der Yama auf die ganz dicken Brocken. Und hier dann in Kombination, also wir haben jetzt 20 Kilo Tragfähigkeit, 17 Kilo bzw. 15 Kilo im Originalfall auf der HSV, die ist schon ein bisschen geupgradet. Und dann sind wir hier mit 15 Kilo Schnur bzw. 12 Kilo Vorfach unterwegs. Reicht komplett. Jetzt erstmal hier wieder schön in die Kurve gehen. Weißt du was? Ich glaube, ich fahre gleich einfach wieder zurück in die gleiche Ecke da hinten. Gucken wir mal, was da rausgeht. Na, einen Seewahn, oder? Jawohl. Seewahn-Forelle, 4 Kilo. Auch richtig gut. Gute XP. Richtig gut Silber. Das schmeckt doch schon. Weißt du was? Wie gerade schon gesagt, ich drehe jetzt hier einfach und fahre die gleiche Strecke wieder zurück. Genau. Also hier jetzt einfach wieder zurück. Raus mit dem Köder. Weit genug. Ein bisschen Schnur locker lassen. Dass wir hier 15 Meter, 10, 15 Meter Abstand haben vom Boot. Und das Ganze machen wir jetzt hier auch mit der dritten Route. Zack. Fliegt locker flockig raus, das Ding. Bremse locker erstmal einstellen. Hochstellen können wir sie immer noch. Bisschen vorsichtig damit umgehen, nicht dass uns da was abreißt. Und da haben wir schon direkt den nächsten Biss.
Das heißt, hier kurbeln wir nochmal schnell ein. Intervallmäßig mache ich das jetzt mit Shift. Dann haben wir hier auch das Twitchen schon stehen. Das heißt, wir haben hier gerade schon eine Führungsmethode auf der aktiven Route hier. Links und rechts sind die beiden passiven. Und da kann nochmal was reinsteigen, wenn man hier so ein bisschen rumtwitcht. Aber jetzt ziehen wir den erstmal raus. So, komm ran hier. Irgendwas Lüttes. Jawohl. Die ollen kleinen Barsche sind immer noch da. Ja, also. Momentan ausgerüstet. Wir nehmen nochmal die hier. Ausgerüstet. Balsameno 75. Man sieht, glaube ich, Färbung nahezu identisch zu dem, was man jetzt gerade hier auf diesem Setup hat. Also ähnlicher Köder, ähnliche Färbung. Und das ist eben das Wichtige beim Kunstköderangeln. Wenn man sieht, in den Rekorden ist etwas drin, was so jetzt zum Beispiel aussieht, kann man ähnliche Köder verwenden. Vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen kleiner mal testen. Hauptsache ist, vielleicht eine ähnliche Form und eine ähnliche Farbe. Und dann raus damit. Einfach mal probieren. Man muss sich nicht immer jeden Köder nachkaufen. Aber wenn man so ein paar Basisköder hat und dazu zählen, zum Beispiel eben auch hier die Crank, die Serie kann man sich mal Stück für Stück zusammenkaufen. Die lohnen sich auf jeden Fall immer mal wieder. Und dann eben auch hier mal, was ich jetzt gerade gemacht habe, einfach mal diese selbstgebastelten Köder auch mal testen. Ja, so, jetzt weiter rumbrettern. Gerade war noch schön Regenwetter. Und jetzt ist es einfach nur ein bisschen grau und diesig. Auch da ändern sich dann natürlich wieder, ändert sich das Bissverhalten der Fische. Da müssen wir jetzt gucken, was da reingeht und ob da was reingeht. Und wenn das gerade schlecht läuft oder wenn da nicht so viel läuft, da geht was rein, jawohl. Dann ändere ich natürlich auch wieder den Köder. Und dann wird wieder was Neues gesucht. Hecht. Na, Hecht wollen wir hier nicht. Hecht ist ein bisschen tricky, aber da geht wieder was rein. Sehr schön. Auch hier wieder auf dem selbstgebastelten, auf dem Balsa. So, komm ran hier. Nochmal wieder Hecht. Aber nehmen wir natürlich alles mit. Warum auch nicht? So, und direkt wieder raus damit, die aktive. Und weiter ziehen lassen. Ja, wie gesagt, so und so ähnlich geht es jetzt weiter. Ich mache jetzt hier schön den Kescher voll. Das sieht schon mal wirklich gut aus, gerade eben auch hier mit dem Kowarski. Ich teste vielleicht gleich nochmal deutlich größere selbstgemachte Balsamino. Vielleicht gehe ich gleich auf 90er oder auf 110er. Und mit wahnsinnig viel Glück ballert hier auch noch der Seesaibling Kowarski in richtig groß rein. Das wäre der Oberhammer. Zack, und da geht doch nochmal ein größerer Brocken rein. Ja, ich habe jetzt hier die ganze Zeit rumprobiert auf großen Wobblern. Gar nicht mal so gut, denn die großen Wobbler, gerade hier die Balsamino mit der Größe 110, also die ganz großen Brocken, die sind so tief von der Tauchtiefe, dass man ständig hier über den Boden kratzt. Also gar nicht mal so smart, die zu verwenden. Genauso auch die 90er, die gehen so auf 3,50 Meter Tiefe, da wird es schon langsam knapp. Aber auch durchaus noch möglich. Allerdings auch da die Frequenz relativ gering. Und dann habe ich jetzt die normalen 75er Balsamino genommen und auch den Crank wieder weiterverwendet. Da ging ein bisschen was rein. Ich hatte gerade auch noch eine Zwergmarine sogar als Trophy mit drauf. Und jetzt hier nochmal, jetzt gerade eben auch erst wieder die Schnur dünner gemacht. Ich bin jetzt hier die ganze Zeit rumgefahren mit 27 Kilo Fluoro, weil ich eigentlich den Kowarski im Blick hatte und dem das ja eigentlich relativ egal sein sollte. Aber da geht ja nicht mehr viel. Und jetzt wieder gerade zurückgegangen, 15 Kilo Fluorocarbon und guckst dir an, links und rechts, Rabams und Rabams, geht's sofort wieder los. Also, nicht zu fett reingehen hier, nicht zu dicke Vorfächer und auch nicht zu, ja, dicke Schnur einfach nehmen für die Vorfächer. Es geht halt um Transparenz, also Fluorocarbon. Wir müssen hier richtig schön bei diesem super klaren Wasser super schön transparente Schnur verwenden. Hochwertiges Fluorocarbon am besten. Und
Ja, nicht zu dick, nicht so viel Tragfähigkeit. 15 Kilo ist, glaube ich, ziemlich gut. Das passt ganz gut. Ich verwende in der Regel ganz gerne zwischen 12 und 19, beziehungsweise 12 oder 15 Kilo habe ich am häufigsten dran. Ja, und jetzt hier einmal, man sieht es ja auf der Spule, da habe ich jetzt komplett die Fluorocarbon-Schnur drauf in Gänze. Da haben wir nochmal einen Seesaibling hier. Na guck, der hat auch ein bisschen Bock. Einige Saiblinge sind reingegangen gerade. Immer wieder hier auf diesen Köder auch. Eher so ein bisschen bei Sonnenschein ging das rein. Und zwischendurch, wo es so bewölkt war, da waren dann auch nochmal ein paar dabei. Und bei Regen weniger. Da hatten die nicht so Bock. So, Alter, jetzt komm mal ran. Jetzt tu mal nicht so, als ob du ein Großer wärst. Bremse nochmal einen Schritt höher. So. Und jetzt hat er... Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt muss er nach oben. Der normale Saibling. Mann. Mein Endgegner. Wie viele Jahre habe ich den gesucht? In 11 Kilo. Pah. So, den schnell auch noch hinterher. Dann wieder neu ausrichten. Und dann fahren wir wieder da vorne hin. Ich bin jetzt einmal hier in diesen hinteren Bereich gefahren. Und das lüppt auch sofort wieder direkt los. So soll das. So, und jetzt wieder ausrichten. Wir fahren ungefähr so in diese Richtung. Passt das? Ja, passt. Und dann raus mit den Routen. Wie gesagt, jetzt hier mit 15 Kilo wieder. Zwischendurch das mit 27 Kilo. Eindeutig zu viel zu schwer, viel zu dick die Schnur. Und dementsprechend auch viel zu wenig Frequenz. Ich bin jetzt hier heute einfach mal 2 Stunden am Stück unterwegs, schön auf entspannt nebenbei, noch ein bisschen auf YouTube unterwegs. Und da kann man ja machen, einfach nebenbei beim Schleppen, sich ein paar Tutorials reinziehen und dann die Brocken angeln. So, ich würde sagen, wir gucken jetzt gleich nochmal kurz in den Kescher rein, was das Ganze denn hier so gebracht hat. Und dann, ja, muss das doch eigentlich schon genug sein, 2 Stunden an einem Gewässer reicht. Ja, das waren jetzt 2 Stunden hier auf dem Acker, 2 Stunden auf dem Koori hin und her gebrettert. Und ich denke in der Zeit, ja, jede Menge Barsche, aber eben auch jede Menge kleine Barsche gefangen. Die 6, die werden wir schon mal los. Gibt es hier noch etwas? Das war nicht dabei, war auch nicht dabei. Die großen nicht ausreichend und so weiter und so weiter. Da läuft was aus in 8 Stunden und in 4 Stunden. Na, ob da noch was Passendes reinkommt. Gucken wir mal eben, was wir denn so in Gänze hatten. Es war sehr durchwachsen. Einerseits aufgrund der unterschiedlichen Wetterverhältnisse. Andererseits der etwas überflüssige Test, den ich gemacht habe mit den viel zu großen Ködern und der viel zu dicken Schnur. Keine so gute Idee gewesen. Einfach schön bei der 15er bleiben, bei den 75er oder bei den 10er Cranks, also Balsamino 75 oder Dodger Crank in 10. Das reicht. Nach Preisen sortieren. Ja, das sind hier die besten aus dem ganzen Run. Einige Seewaren. Das ist richtig gut. Immer gerne schön die Seewaren mitnehmen. Sensationell. Aber auch hier sieht man, wenn man einen Köder hat, der funktioniert mit Saibling, dann lohnt sich Saibling auch enorm. Saibling auch immer wieder gut dabei. Ja, 4-5 Kilo, da schmeckt das schon. Ja, gute 450 beziehungsweise gerade noch Kaffeeauftrag. Da war auch noch ein bisschen was drin. Jede Menge Kleinkram natürlich drin, auch hier Unmaßiges. Also hier könnte man natürlich auch einiges noch zerhackstücken und Fischfetzen rausmachen. Ja, und der Bereich hier, der schmeckt. Zwergmarien-Trophy auch mit dabei. Also im Großen und Ganzen nicht so schlecht. Kratsching, verkauft das Ganze. War okay. Wie gesagt, nicht so viel Spielereien machen, so wie ich das immer mache mit dem Testen, Testen, Testen. Sondern wenn man weiß, dass es funktioniert, dann auch einfach mal durchziehen die 2 Stunden. Dann kriegt man auch noch ein bisschen mehr Kohle bei rum. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.